herzlich willkommen hier von der Proleiten Sound in Frankfurt am Main und natürlich mal wieder beim MA-Stand. Ein Jahr später. Daniel, wie sieht es im neuen Software-Update aus? Was habt ihr alles verbessert? Ja, wir haben einiges verbessern können in der Granma 2. Also zuerst haben wir mal natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, haben über 500 Bugs gefixt. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne, was so das Fehlverhalten der Konsole angeht, was eventuell so kleinere kleinere Probleme angeht, die der User immer so hatte. Das ist schon mal eine große Zahl. Zudem haben wir ganz viel im Workflow-Bereich getan. Wir haben Partial Show Read verbessert. Das Ganze ist übersichtlicher, handbarer für den User geworden. Wir haben das Verhalten von XYZ und Pan-Tilt-Daten angefasst. Das heißt, wir können da ein bisschen flexibler agieren durch neue Optionen im Speichermenü. Wir haben noch so kleine Funktionen eingebaut, wie ein Pan-Tilt-Offset zum Beispiel, was viele User angefragt haben. Oder Sachen wie eine DMX-Hold-Funktion für unsere Nodes. Von daher hat sich einfach für den User, was den Workflow angeht, viel getan. Jetzt haben wir aber neben der Software noch zusätzliche Neuerungen, die wir anbieten mit dem kommenden Software-Release. Das heißt, es wird eine neue, überarbeitete Granma 2 Hilfe geben. Ein neues Design, neuer Look von der Hilfe. Ein paar Themen sind überarbeitet worden, sogar neu geschrieben worden. Und ganz schöne Sache, es wird ein neues MA Fixture Share geben. Das bisherige MA ShareNet war mehr so user-basiert, wurde von Usern betrieben. Das neue MA Fixture Share ist wirklich von MA gehostet. Das heißt, die Bibliothek aus dem Pult liegt in dem Fixture Share drin und wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir auf so ein Konsolen-Software-Update warten müssen, sondern können halt dann dadurch unsere Lampen oder Lampen, die neu auf den Markt kommen, einfach in unsere Konsole integrieren. Also ein Ort, auf dem man dann schön schnell alle neuen Fixtures finden kann und genau sich so nicht mehr so viel Mühe machen muss, die dann alle kurzfristig noch selbst zu bauen, weil sie gerade erst auf den Markt gekommen sind. Richtig. Perfekt, gut. So viel zum Pult. Wie sieht's aus mit sonstigen MA-Produkten, was Features angeht? Ja, wir haben im Prinzip sehr, sehr viel bei der VPU getan. Auch wieder viele Schritte nach vorne. Wir haben den Warper angefasst. Wir können unser UV-Mapping pixelgenau machen. Wir können Texturen innerhalb des Warpers separat verdrehen, verschieben. Das macht es für den User einfacher, mit der VPU zu arbeiten. Und wir haben einige kreative Tools. Einmal das Screenshot-Tool, was wir schon hatten, haben wir ein bisschen angefasst und verbessert. Und wir haben eine neue Option für die Layer der VPU, dass wir beispielsweise Mix-Modes nutzen können, um verschiedene Layer miteinander zu mischen. Das sind dann so kreative Tools, die dann angewendet werden, um einfach sein Video-Output kreativ zu generieren. Welche neuen Möglichkeiten bietet das neue Partial Show Read dem User jetzt, die vorher nicht möglich waren? Ja, im Prinzip hat man vorher im Partial Show Read war das Ganze etwas unübersichtlich angeordnet. Das heißt, man hat Teile aus einer anderen Show in seine jetzige Show importiert und wusste eventuell nicht so genau, was passiert, weil das Menü einfach nicht eindeutig war. Zudem musste man immer sein Fixture-Setup von den IDs her schon vorher in den beiden Shows getrennt voneinander bearbeiten, damit man eventuell Lampen aus beiden Fixtures oder aus beiden Shows nutzen konnte. Das kann man jetzt alles im Partial Show Read erledigen. Von daher ist es viel, viel einfacher geworden, viel, viel übersichtlicher. Und letztendlich sieht der User immer genau, was halt passiert. Zum Offset nochmal. Also das Offset, wenn ich das richtig verstanden habe, bietet dem User also die Möglichkeit, Pan-Tilt im Fixture-Editor, also im Patch schon direkt so anzupassen, dann on-location, dass zum Beispiel Anpassungen von vielleicht sogar hunderten Presets komplett rausfallen würden, weil es durchs Offset sich schon erledigen lässt. Genau so ist es. Stellen wir uns vor, wir haben eine Show vorprogrammiert und unsere Lampen im Rig hängen jetzt um 90 Grad verdreht, weil die halt anders aufgehängt wurden, als es im Plan eigentlich eingezeichnet war. Dann kann ich das durch dieses Offset natürlich einfacher lösen, als wenn ich jetzt in meiner Show meine ganzen Presets umschreiben müsste. Ja. Genauso ist es, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Moving Light auf dem Boden stehen und irgendwer stößt da mit dem Fuß dran und dieses Moving Light ist dann so ein paar Grad verdreht und deine Position stimmt einfach nicht mehr genau. Dann habe ich natürlich durch diesen Offset die Möglichkeit, da sehr, sehr gut einzugreifen. Sehr schön. Also sehr viel Workflow-Verbesserungen und einfach wieder weitere Bugfixes, wie jedes Jahr. Genau. Ich bin sehr erstaunt, wie viele Bugfixes man dann doch noch in dem System finden kann, wie viele man dann doch noch beheben kann. Das ist eine komplexe Software. Denn immer wieder, wenn ich damit arbeite, finde ich erstaunlich wenige Bugs. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank hier für dieses kurze Interview auf der Proleiten Sound und ein schönes Programmieren und Arbeiten mit der neuen GrandMA 3.3 Software.